Moin Freunde, ihr habt Bock, die ganzen Cosmetics zu Sojourn zu sehen, dann solltet ihr heute nicht abschalten, denn nachdem ich euch vermutlich schon Kiriko gezeigt habe mit all ihren Cosmetics und die Junker Queen, ist heute Sojourn dran. Das heißt, wenn ihr die anderen Helden verpasst habt, guckt euch die gerne an. Ja, ganze 51 Cosmetics bringt Sojourn mit sich. Ich habe mir die selber noch nicht angeguckt, das heißt, für mich ist das hier auch ein First quasi. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen mit ihren Skins und hier beginnen wir natürlich mit dem Basis-Skin. Das ist der normale Overwatch 2-Skin, den kennen wir schon aus der Beta, inklusive ihrer Railgun. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal mit den Farbvariationen weiter. Da haben wir zum einen Wald, wir haben Tundra, wir haben Prärie und wir haben Borealis. Ich bin ganz ehrlich, die hauen mich jetzt nicht so um, aber ich finde den Standard-Skin von Sojourn allgemein jetzt auch nicht so mega krass. Bei der Railgun sieht es so aus, dass auch hier die Farben immer ein bisschen passend zum Skin sind. Hier sind ein paar blaue Akzente, die drin sind. Wenn man nicht die krassesten Farben dürfte man hier fast sehen. Oh, warte mal, passt das gar nicht zum Skin? Ja, der Skin ist hier oben eher so ein bisschen rosa. Okay, das ist interessant. Lila und rosa. Ja, wobei hier ist ein bisschen, ne? Ja, sind halt Epic-Skins, ne? Machen wir uns da nichts vor. Gucken wir uns, Rare-Skins. Gucken wir uns den ersten Epic an. Der heißt Läuferin und sieht so aus. Okay. Hat fast so ein bisschen was von Summer Games. Also, hätten wir die Sommerspiele noch in Overwatch, würde ich so einen Skin erwarten. Eieieiei, der ist eigentlich ganz cool, finde ich. Wie sieht die Waffe aus? Ja gut, die ist fast wieder ein bisschen langweilig, aber gut, ist ein Epic, da wird die Waffe nicht groß verändert. Ja, eigentlich ganz cool. So, dann haben wir den Battle Pass Skin, den finde ich persönlich absolut genial, weil das erinnert mich so an 80er Jahre Actionfilme. Ja, die Kommandosoldatin und ihre Waffe sieht so aus. Also zumindest die Grundform der Waffe hat sich hier zumindest ein bisschen verändert, wenn wir das mal mit dem hier vergleichen, weil eigentlich geht die Waffe ja so spitz zu und hier bei Kommandosoldatin, ja, deutliche Veränderung. Finde ich ganz cool tatsächlich. Dann haben wir noch Captain Chase. Und das ist im Grunde genommen ihr Classic Overwatch Skin. Also Sojourn war ja eine hohe Kommandantin oder ein hoher Captain innerhalb von Overwatch. Hat die Organisation mitgeleitet. Und ja, eigentlich wäre das so ein Origin Skin, den ich beim Archives Event oder sowas erwarten würde. Dann finde ich ganz cool. Und hier haben wir noch eine Farbvariation, die Commander-Version. Also vermutlich bevor sie Overwatch beigetreten ist, hat sie das in der kanadischen Armee getragen. Ja, auch hier wieder die Skins, mit denen sie auf den Markt kommt sozusagen, hauen einen jetzt nicht so komplett um. Aber man muss sagen, meistens bei neuen Helden, die rauskommen, sind es ja nicht besonders viele Skins. War in der Vergangenheit auch nicht so. Aber es waren immer ein paar mehr Legendaries, glaube ich. Na, aber den finde ich zumindest ganz cool. Dafür muss man dann wieder den Battle Pass grinden. Gut, machen wir weiter mit den Emotes. Okay. Oh, das finde ich cool, dieses Nachladen. Oh, das ist wirklich cool. So, dann haben wir den Waffencheck. Ja, da wird einmal durchgeladen. Mal gucken, ob alles funktioniert. Das ist ja cool. Das ist auch ein sehr langer tatsächlich Emote. Gefällt mir. Und Zuversicht. Oha, oha. Ah, das ist wild. Also sie ist so selbstsicher, dass sie einfach die Waffe niederlegt und die dann einfach so zick hochholt. Sehr cool. Gut, machen wir weiter mit den Souveniren. Zumindest ihre Animation gucken wir uns an, weil die ist ja immer ein bisschen anders bei jedem Held. Das habe ich ja schon mal erklärt, auch wenn die eigentlichen Symbole bei jedem Helden ja die gleichen sind, die man nutzen kann bei den Souveniren. Aber zumindest die Animation, wie das Ganze rauskommt, ist unterschiedlich. Waffentalismane werden bei Sojourn vermutlich hier angebracht, würde ich jetzt mal sagen. Hier. Okay. Ja, Position dürfte ganz cool sein. Sieht man, glaube ich, ganz gut. Das ist ja mal das Wichtige, dass man die Talismane sieht. Ansonsten auch hier universell für alle Helden einsetzbar. Gut, weiter geht's mit den Siegerposen. Da haben wir die. Wir haben mühelos. Oh, die finde ich cool. Die finde ich sehr cool. Die sieht badass aus. Wir haben das Muskelspiel und Einschätzen aus dem Battle Pass. Ja, auch sehr cool. Okay, gut. Kommen wir zu den Voice Lines und die wollen wir uns auch mal komplett anhören. Jetzt wird's ernst. Ugh. Ohne Koffein? Nein, danke. Auf mich kann man zählen. Croissant? Okay. Wir müssen eine Welt retten. Hast du Neuigkeiten?
Je mehr sich verändert, desto mehr bleibt gleich. Murphy, runter! Wer ist Murphy? Mag irgendwas aus ihrer Origin sein? Kannst mich Vivian nennen. Okay. Tu, was du für richtig hältst. Wieso? Was ist mit meiner Aussprache? Ich finde die auch voll okay. Es hängt alles zusammen. Mit diesen Upgrades haben sie keine Chance. Okay, so, machen wir weiter mit den Sprays. So, da haben wir einmal das. Oh, das ist wie das Combo-Spray. Das kann man, ich bin mir nicht sicher, sitzt auf der Seite Saya oder sitzt Saya auf der Seite? Das ist ja, glaube ich, ein Reinhard-Saya-Spray ursprünglich vom Armdrücken. Sehr cool. Oh, das sieht auch nice aus. Ja, Hockey spielt sie, sie ist Kanadierin. Chips mit Ketchup, fühle ich. Oh, okay, sie hat einen Hund. Sie hat scheinbar, ach, Murphy ist ihr Hund. Oha, okay, Sojourn hat also einen Hund, der Murphy heißt. Oh, das ist Lore. Spannend, Murphy Becher. Oh, und hier sieht man, wie sie so ein bisschen selber an ihren kybernetischen Verstärkungen rumschraubt. So, Cute und Pixel gucken wir uns auch noch an. Ja, und das, dann haben wir im Battle Pass natürlich auch noch ein paar, die zu Germ passen. Ach hier, Vivian Chase. Ich erinnere mich jetzt gerade, als ich euch das Battle Pass Video gezeigt habe, habe ich mich noch gefragt, wer ist Vivian Chase? Jetzt wissen wir's. So, okay, das sind die Sachen. Dann, oh, das ist übrigens hier Soldier und Sojourn, auch sehr schön. So, weiter geht's, Highlight-Intros. Ja, fast ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein. Auf der anderen Seite, es passt natürlich zu, ja, zu einer Kommandantin, dass die quasi ihre Troops rallied und dann sagt, yo, rein da. Und dann den Power Slide. Ja, ich glaube, das war tatsächlich schon in der Beta mit drin, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, auch cool. Coole Animation tatsächlich. So, und abschließend können wir uns noch ihre Goldwaffen angucken. Die konnte man ja tatsächlich schon freischalten in der Beta. Aber der Vollständigkeit halber, so sehen sie aus, zumindest mit den Standardwaffen. Ich bin ganz ehrlich, hauen mich nicht so um, die Cosmetics von Sojourn, aber auf der anderen Seite... ja, es sind erstmal natürlich weniger Cosmetics, wie immer bei einem neuen Helden und ich bin natürlich gespannt gerade, was die nächsten Events da an Neuigkeiten mitbringen und was wir dann an Cosmetics für sie bekommen. Schreibt ihr mir gerne mal Kommentare, wie euch das Ganze gefällt. Ich bin da sehr gespannt drauf und ja, sagt mir auch mal, wenn das Ganze euch nicht gefällt. Auch das ist spannend.